So, und hallo und willkommen zurück zu Let's Play Trauma. Wir haben ja jetzt immer noch hier den Auftrag, ja, die beiden anderen Enden zu. Es gibt, na, was heißt hier, die beiden? Es gibt viele weitere Enden. Und wir wollen versuchen, die zu entdecken. Dazu ist etwas Kombinationsarbeit nötig, wie es nun mal in einem Adventure so ist. Wir können uns schon nach links und rechts bewegen. Das haben wir gelernt. Und wir haben umdrehen gelernt. Damit können wir uns direkt einmal umdrehen. Sehen wir uns das so an. Ja, da ist mir aufgefallen, dass der Himmel dunkel ist. So, einmal rauszoomen. Einmal nach links. Nein, geht noch nicht. Okay. Da haben wir ja das andere Foto entdeckt. Nämlich dieses. I found a photo of an advertisement. I think it's some sort of a drain cleaning agent. Und jetzt haben wir 8 von 9 I Fotos. can draw Wir the haben das symbol Symbol to für move back. Auszoomen. Wir haben I das found a Symbol aus ihrer photo of an Kindheit. advertisement. I think it's some sort of a drain cleaning Bewegen agent. nach links, This bewegen. symbol means to turn right. I believe there is something in that tree. Der Baum. I can paint this symbol to turn around. Umdrehen. I found a photo of a small seed Der lying in the Samenkorn und ihr grass. Examen. Working on my Ah, wir werden thesis. auch direkt zum, Almost didn't go out of the house zu during dem that Platz time. gebracht, wo wir das gefunden haben. Das ist irgendwie cool. Das letzte Foto fällt mir nur nicht auf bisher. Wo könnte das letzte Foto sein? Die Fotos bringen uns nämlich auch nützliche Informationen. Ich kann mich leider nicht viel weiter wegbewegen als bis zu dem Stein hier. Oh, ach da! Can paint this symbol to Nee, das move hatten wir ja back. schon. Das ist das, was ich da die ganze Zeit mache. Zurückbewegen. Hier? Ist hier irgendwas Interessantes? Einmal nach rechts, bitte. Hier ist auch nichts mehr. Hier haben wir auch nichts. Lauter dieser Symbole. Diese aufgestapelten Steine bringen uns ja auch bei, wie man, was man drücken, was man zeichnen muss, um den Stein da anzuheben. Das Bild haben wir ja schon. Hier haben wir auch schon was gefunden. Nach vorne bewegen kann ich mich ja noch nicht. Ich glaube, dann spiele ich erstmal die anderen Abschnitte. Wartet. Da unten. Ist das. Nee. Ist uninteressant. Dann geht's erstmal normal weiter. Ja, oder so. Zack. I always think that lifting another of those weights will save me. I even hold on to this hope as I'm drowning. Again. Okay. Gut. Ich wollte erstmal das zu einem Abschluss bringen, damit wir. Die Sequenz kennen wir ja. Damit wir dann erstmal mit dem Hauptziel hier weitermachen können. Genau, wir haben 8 von 9 Fotos. Die alternativen Endings haben wir noch, leider noch nicht. Die werden wir aber noch holen. Ich denke, um das Spiel ein wenig in die Länge zu ziehen, werden wir auch die anderen optionalen Endings jedes Abschnittes angehen. What the Crane Lifts. Das haben wir geschafft. Catch the Ghost ist das Hauptziel hier. Wollen wir es angehen? Und ja, es gibt immer nach beim Laden einen This is kurzen the dream Slow-Mo. where I am chasing a ghost. I used to be able to get up there somehow. I don't think I will be able to now.
Foto. I can draw this symbol to move back. Mhm, das wissen wir. Zoom out. Oder muss sie dies immer nochmal lernen? It seems like I have always been chasing that ghost. I even forgot who he is. Hm. Das sind Bilder. Können wir die uns... Ja, sein... Was ist? When I was little, the ghost used to be a different person. I would collect pictures of him on a wall, like trophies. Hmm. I can capture the ghost like this. I just need him to stand still. Er muss stillhalten. Capture the ghost like this. I just need him to stand still. I can capture the ghost like this. I just need him to stand still. I can capture the ghost like this. Okay. I just need him to stand still. So kann sie den Geist einfangen. Wie sie uns jetzt gerade erklärt hat. Nun muss er stehen bleiben. Grass everywhere. Since I started chasing ghosts, I neglected this place. Da, ein Foto. When I was a child, I didn't like playing with dolls. I preferred building towers. Das sind alles ihre Erinnerungen, die wir per diesen Karten zusammen suchen müssen. 241. Nein. So oder irgendwie. So ähnlich. Aha. Wir können uns weit umsehen. So, ich gehe hier lang. Ah, weiter geht nicht mehr. Ja, den Ort kennen wir ja mittlerweile. So. Ah, okay, klar. Das war dort. Gut. Irgendwie erinnert mich die Musik ein bisschen mit diesem einen Zwischenton da an eine Super Nintendo Musik. Ist das nicht... Okay, das ist jetzt ein komisches Symbol. I can capture the ghost like this. I just need him to stand still. Sie meint, der Geist muss nur einen Augenblick stillstehen. Dann kann sie ihn fangen. Okay, wo könnte der Geist sein? Auf den Bildern. Oder? Auf den Bildern ist der Geist. Ha? Achso, das war der... ich gehe einen Schritt zurück Bogen. Beziehungsweise umdrehen Bogen. Capture the ghost like this. I just need him to stand still. Sind das die Bilder? Hat es mit diesen Bildern hier zu tun? Naja, das muss ich nicht nachzeichnen. Ich muss das Geisterbild zeichnen. So. Capture the ghost like this. I just need him to stand still. Ich glaube, hier wird uns nur das Bild gezeigt. Ich meine, das Ganze, wie wir ihn einfangen, wird uns hier nur gezeigt. Vielleicht ist er hier. Irgendwo. Nein.
Er muss aber sehr genau sein. Das... Ah, seht mal. Im Grunde bewegt sich der Geist ja die ganze Zeit gerade. I remember getting close. Chasing him gave me a sense of purpose. Hier bewegt er sich... Er bewegt sich ja die ganze Zeit auf den Bildern fort, wie wir sehen. Ja, der ist ja immer in Bewegung. But even a ghost can have a moment of weakness. Und hier können wir den Geist dann wohl fangen. Genau. Zack. I capture the ghost, but I realize the only thing holding this place together was my own ambition. Ah. So I let go. Was zum? Okay. Interessant. What about your parents? They used to be my role models. They aren't anymore? I don't know. They have aged since then. I think parents are never too old to be role models for their children. But what if I am too old? Damit haben wir den zweiten Abschnitt in diesem Sinne durchgespielt mit dem Hauptende. Es gibt noch die zwei Nebenenden, alternative Endings und ja, die Fotos, die müssen wir noch auch finden. Ich würde sagen, dann spielen wir weiter mit dem nächsten Abschnitt und dann versuchen wir nochmal in den vier Abschnitten alle Geheimnisse und so rauszufinden, alle Enden. So, what they expect ist der nächste Abschnitt. Es hat geladen, sehr schön. Weiter geht's. This is the dream. Where I am supposed to follow this road. In diesem Traum soll ich der Straße folgen. Nein. Jedenfalls nicht die... Something was sucked into this train. Aha! Need to find a train that isn't clocked yet. Der nicht verstopft ist. Gut, interessant. Da haben wir noch was gelernt. Die Fähigkeit bezüglich Abflüssen, die verstopft sind. Sie sind gut darin, dir Anweisungen they zu geben. Really want you to know your way. It's a neat world, but it's not made for living. Weiter. Gehen wir dort entlang. Don't remember going this way. Makes no difference anyway. Hier ist ein Foto. I can draw this symbol to move back. Das wissen wir. Was zum? Einmal umdrehen bitte. I can paint this symbol to turn left. Das wissen wir. Mittlerweile. Ein. Hieß es nicht, irgendwo ist ein Baum, den... I thought they wanted me to follow the road. Why did they make it so difficult? Wie war das Symbol? Wie war das noch gleich mit dem Symbol? Von wegen... Na? Da war doch noch das Symbol. Muss nochmal nachgucken, wie das war. Ich hab leider vergessen, welches Symbol das war. Wir folgen der Nebenstraße noch einmal. Ah, genau, dieser Zwirbel. Okay. Wir gehen nach unten. Ah, hier auch.
seht mal. Ja, oder so. Hat das was gebracht? Nee. Zack. Nee, in diesem Fall hat das nichts gebracht. Scheinbar. Aber vielleicht da an der Wand. Da muss das wohl verwenden. Ist wohl ein bisschen zum Üben gedacht. Na, jetzt habe ich es vergessen. Also ich bin wirklich sowas von vergesslich manchmal. Das ist nicht mehr schön. Hm. Weiter, weiter. Genau, so. Es kann so nicht sein, dass ich es vergesse. Ganz sei dir. Spiders. Oh. The first living thing I found. They only live off whatever comes along. Dein Foto. When I was very little, I wanted to be a plumber. My parents weren't very supportive of it. Hm. Gut. Noch eine Erinnerung gefunden. Und jetzt noch einmal. Wie ist das Symbol? nein, will da rein. Genau. Aha. Das hat was Despite gebracht. Despite its solid appearance, the barrier turns out to be tenuous. Was zum? Ja, die Blockade einfach mal im Abfluss hinuntergespült. Sehe ich ein bisschen. Aha, ein Foto. At the beginning, I was very happy at law school. It seemed like such a good idea. But only because it wasn't mine. Mhm. Ist das noch? Nein, das ist kein Foto. Weiter, weiter. Ich will mich hier umsehen. Aha. So, gehen folgen wir das Rad. Folgen wir das Rad, nicht gehen wir zurück. The other side of the tunnel feels oddly familiar. Mhm. Ja. I find myself running in circles. But I didn't take a wrong turn. The world is just too small. How long should I expect to stay here? There are no expectations. Isn't that what good doctors are supposed to give? Hope? A perspective? Expectations can also belittle success. Facing expectations, the best you can hope for is to fulfill them. So, what am I supposed to do? Hmm. Die ganze Story ist sehr, nun. Wie soll ich sagen? Sie ist sehr. Sie ist etwas kompliziert, muss ich zugeben, aber sie ist sehr kryptisch, würde ich sagen. Und wir wissen ja, was passiert ist. Und, ja, wir müssen diese Abschnitte haben alle einen tieferen Sinn. So viel kann ich sagen. Wie zum Beispiel jetzt das mit der Straße, die im Grunde kein Ende hat. Ich könnte mir ein bisschen vorstellen, was das bedeutet. Aber vielleicht liege ich es auch falsch. Wisst ihr was? Das soll euch auch und mir ein bisschen auch einfach mal ein bisschen Anstoß geben, ein bisschen darüber nachzudenken. Schaut euch die Abschnitte, die Endings mal an und ja, sagt mir mal, was ihr von diesen was für eine Botschaft ihr aus diesen Endings herauslesen könnt. Das würde mich mal interessieren. Ja. Aber an dieser Stelle mache ich wieder einen Cut
Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Trauma, wenn wir dann den letzten Abschnitt angehen und danach die ganzen anderen Abschnitte nochmal angehen, um die ach nein, canceln, um die Ending zu finden, genau. The Sign Maker. Pick up the Windfall. In the Trees. In the Trees. War das nicht. Hatte das nicht mit dem Foto von hier zu tun? Da werde ich mich nochmal nach diesem Baum umsehen. Aber wie gesagt, alles in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Ciao.